So, willkommen zu einem neuen Video, Lager zum Selberbauen Teil 2. Und wie du hier bereits sehen kannst, habe ich schon eine Feuerstelle und ja, Rasen ausgelegt und ich habe es hier richtig gemütlich. Und wie auch du das alles nachbauen kannst, das zeige ich dir hier im Video. So, das hier soll nachher die Feuerstelle sein. Die wird jetzt noch ein bisschen ausgegraben und dann mit Stein in den Wänden verbaut. Das soll nachher verhindern, dass es zu einem Wurzelbrand kommt. Und ich werde jetzt am besten mal anfangen mit so einem Stock. So, ich habe hier jetzt einmal so eine Art Spitzhacke. Also, die Spitze kann man so ein bisschen in die Erde rammen und die Erde ganz schön aufreißen. Zack. Es ist immer gut, wenn man Handschuhe dabei hat. So kann man wenigstens besser mit den Händen arbeiten und man verletzt sich nicht so schnell, falls ein spitzer Stein irgendwo in der Erde ist. Kennt ihr diese schwarzen Steine, diese Flintsteine, auch bekannt unter Feuersteine? Die sieht man sehr oft an der Nordsee und Ostsee. Und diese solltet ihr nicht verbauen, da die bei extremer Hitze irgendwann anfangen zu explodieren. Wie so eine Handgranate. So, willkommen in meinem Lager. Ich werde euch einige Sachen vorstellen. Angefangen alles hier vorne mit der Kochstelle. Ich habe hier eine kleine Platte und einen Schneebesen, den ich wahrscheinlich nie verwenden würde, es sei denn, ich mische irgendwelche Soßen zusammen, die ich mir irgendwann noch zusammenbraue. Dann habe ich hier einen kleinen Knüppel, einmal zum Spalten von Holz und um den Fisch bewusstlos zu schlagen. Dann, wenn ich kein Messer dabei habe, habe ich hier im Notfall einen Flintstein, auch bekannt unter Feuerstein. Und damit kann man dann auch schneiden und Tiere ausnehmen. So, dann habe ich mir einfach zum Spaß noch ein Messer gebastelt. Und das ist, ja, einfach nur so. Zu gucken, ob es funktioniert. Ja, eine Muschel, einfach nur so, auch als Dekoration. Dann haben wir hier die Feuerstelle. Die ist ungefähr 1,20 Meter im Durchmesser und die ist ausgelegt mit ganz dicken Steinen, damit die sehr viel Wärme speichern. Und warum ich das so gemacht habe, also in die Tiefe und nicht nach oben oder gerade, liegt daran, dass ich so nachher mit den ganzen Steinen die ganze gespeicherte Wärme noch weiterhin nutzen kann. Wenn das Feuer nach unten gebrannt ist, dann sind die Steine noch 2 Stunden und länger kochend heiß. Und damit kann ich dann immer noch was backen und verwenden. So,
Dann habe ich hier links einmal eine kleine Bank, um mich auszuruhen. Ein Gehstock, falls ich umknicke oder ja, ein drittes Bein brauche. Damit kann man besser laufen. Hier vorne habe ich meine Unterkunft. Pfeil und Bogen in der Seite abgestellt. Und ja, ich habe hier jetzt nichts verbaut. Also kein Bett, sondern alles ausgelegt mit Moos. Moos hat man damals auch als Matratzenmaterial genommen, weil es halt so schön flauschig ist. Moos hat aber auch den Nachteil, dass es 30% an seinem eigenen Volumen Wasser aufnehmen kann. Und dann habe ich das halt auch oben auf das Dach gepackt. Hier habe ich einmal die Rückseite von meinem Dach. Und wie ihr sehen könnt, habe ich nicht nur Moos oben verbaut, sondern auch Rasen. Und das liegt daran, dass ich nicht will, dass Moos sich komplett vollsaugt und mir das ganze Gerüst nachher einstürzt. Deswegen habe ich auch Gras verbaut, damit das Wasser schön abfließen kann. Warum habe ich jetzt Grassohlen verbaut und nicht einfach das Material hier im Wald genommen? Nun ja, die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Wenn es wieder so ein richtig heißer Sommer wird, dann ist alles staubtrocken und kann schnell anfangen zu brennen. Der Grund ist ganz einfach, Feuerfestigkeit. So kann ich schnell irgendwas in Brand geraten und so kann man hier auch barfuß rumlaufen, ein paar Wildkräuter naschen von seiner eigenen Wiese und es sieht auch noch geil aus. Ja, ist klar, man sollte in einer Notsituation jetzt nicht so viel Arbeit investieren und schwitzen. Man sollte es einfach halten. Aber ich wollte ein richtig geiles Lager haben. So, leider muss ich dir jetzt mitteilen, dass ich jetzt wieder zum Ende von dem Video komme. Und wie das dann weitergeht, erfährst du dann im nächsten Teil. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Und ich hoffe, du beachtest die sicherheitsrelevanten Sachen, die ich gesagt habe, wie mit den schwarzen Flintsteinen oder auch mit der feuerfesten Umgebung. Danke, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns dann im nächsten Video.